Eine Spaßrakete für die Stadt. Die schöne, klare und designpreisgekrönte Optik in Himmelblau und Orange mit Rallye-Streifen zieht so manche Blicke auf sich. Gut ist die hohe Kettenstrebe, da verkratzt nichts. Schön ist die aufgeräumte Optik mit integrierten Zügen. Am Oberrohr verlaufen sie nicht integriert, sondern versteckt in einer Vertiefung an der Unterseite. Die teils unverkleideten Ausgänge für die Kabel werden in Serie bestimmt verschlossen, ebenso wie das CE-Zeichen in Serie ergänzt wird. Super, die hochwertigen Teile, besonders die Beleuchtung. Weniger schön, die teils ungleichmäßigen Schweißnähte. Die Kombination aus der steifen Federgabel mit Steckachse und dicken Reifen verleiht dem Bike panzerartige Fähigkeiten an Treppen, Bordsteinen und beim Bremsen. Fast nichts kann das Riese und Müller stoppen, außer Schlamm. Ins Gelände sollte man mit dem Profil nämlich nicht fahren. Hinten kann man ein Schutzblech montieren, ohne dass die Schrauben unter dem Quersteg der Sitzstreben sichtbar sind. Der Motor zieht im Flachen auf 45 km/h. Bergauf kann er seine Kraft nicht ausspielen. Ab 30 km/h läuft er auch in der Ebene etwas rau und durchzugsschwach. Schlecht? Der Lockout-Hebel der Federgabel drückt im aktivierten Zustand auf den Daumenhebel. Und wenn man den Schalthebel weiter innen montiert, muss man um den Lockout-Hebel herumgreifen. Unser Tipp? Die Variante mit Gates-Zahnriemen finden wir passender für diesen Flitzer. Fazit? Das Rad hält auf der Straße nicht ganz, was die Wahnsinnsoptik verspricht. Mit kleinen Korrekturen, aber ein echter Renner.